Als ich dich fand, sah ich hohe, ungezähmte Macht. Und darüber hinaus etwas wirklich Außergewöhnliches. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast, sozusagen die Vorweihnachtsausgabe. Und falls ihr das jetzt kurz vor der Bescherung noch hört, dann frohe Weihnachten. Ja, seid nicht so aufgeregt. Ich wünsche euch tolle Geschenke. Aber wir haben erstmal noch ein paar Geschenke für euch mitgebracht. Zum einen hier meine Mitstreiter, nämlich die Kate und die Chris. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo Erik. Das war es aber noch nicht mit den Geschenken, sondern wir haben auch noch ein paar Filme, die wir besprechen wollen heute. Juhu! Ja, wir haben eigentlich zwei große Filme, für die wir eigentlich jeweils schon eigentlich eine komplette Sendung machen könnten, die es zumindest wert wären, mal komplett über die zu sprechen. Aber da wird es jetzt halt eine Doppelausgabe sozusagen. Das heißt, redest du von Pitch Perfect 3? Kommt er schon? Kommt er schon? Nee. Ich glaube, der startet diese Woche, oder? Ich weiß nicht, nein. In der Sneak Preview hatten wir den Film Wind River und wir waren alle natürlich in der Mitternachtspremiere von Star Wars, Die letzten Jedi. Und über diesen beiden Filme wollen wir heute sprechen. Wir beginnen aber erstmal mit der Sneak Preview. Sneak Preview. Hier hatten wir den Film Wind River. Ich kann mich erinnern, dass mit der Kate hatten wir drüber gesprochen gehabt, als wir die Tipps vorgelesen hatten. Da hatte ich irgendwie so gesagt, aus der Erinnerung raus, dass es um irgendwelche Kriminalfälle geht, die weit zurückreichen unter den Indianern und irgendwelche Stammeskriege. So war es nicht, habe ich dann festgestellt. In dem Film geht es darum, dass ein Ranger oder so ein, was ist der, Forstmann? Jäger. Jäger. Oder Förster, weiß nicht. Nein, Jäger. Ist ein Jäger, okay. Aha. Jäger, gespielt von Jeremy Renner, der auch schon hier bei Hurt Locker im Oscar-Film mitgespielt hat. Der arbeitet in so einem Indianerreservat und muss dort immer mal irgendwelche Pumas erlegen, die sich an irgendwelche Haustiere rangemacht haben oder irgendwelche Herden gerissen haben, irgendwelche Wölfe oder sowas. Und der geht da ziemlich bedacht vor, der tarnt sich da sehr gut und snipert da so aus dem Hintergrund dann und macht das ziemlich gut, kennt sich in der Gegend extrem gut aus. Er ist auch dort irgendwie, hat lange gearbeitet dort und er war auch mit einer Indianerin, darf man das eigentlich so sagen? Ja, ich glaube schon. Mit einer Indianerin mal verheiratet und hatte mit ihr auch ein Kind, eine Tochter. Und da ist aber was passiert mit der Tochter, weshalb dann auch die Ehe entzwei gegangen ist. Das hat die Ehe nicht so richtig überstanden, gegenseitige Vorwürfe und so weiter. Er lebt aber immer noch dort und sieht seine Ex-Frau immer noch mal. Und es gibt einen neuen Fall in dieser Ortschaft, da mitten im Nirgendwo, wo irgendwie Dauerfrostboden ist und immer Schnee liegt oder so. Wo war das? In Michigan, ne? Oder? Michigan? Ich glaube, ja. Alaska? Ohio? Florida? Auf jeden Fall kalt und USA. Ja. Jedenfalls gibt es da einen neuen Mordfall. Der wird auch ganz am Anfang mal kurz gezeigt, dass eine junge Frau ziemlich hektisch irgendwo fliehen muss mit nackten Füßen, ne, durch den Schnee und sie stirbt dann halt und wird gefunden und in diesem Fall ermittelt das FBI auch und wir erfahren dann auch so ein bisschen was, warum das so ist mit den Zuständigkeiten, weil das FBI ist eben auch so für Mordfälle in diesen Indianerreservaten zuständig, da ist nicht die lokale Polizei zuständig, wie es eigentlich in jedem normalen Bezirk wäre. Und da wird eine junge Frau hingeschickt, gespielt von Elizabeth Olsen und sie ist quasi so die Ein-Mann-Armee, die dann so den ganzen Fall dann auflösen soll und zum einen hat sie noch nicht so richtig Erfahrung, sowas selber in komplett Alleinregie da zu machen
Und zum anderen ist sie auch irgendwie total fehl am Platz. Also sie kommt gerade irgendwie aus Las Vegas von irgendeiner FBI-Schulung und hat überhaupt nicht keine Klamotten dabei und nix. Ja, also ganz kurz, sie kommt aus dem warmen Vegas ins kalte Wyoming. Wyoming war es. Ah, okay. Gut, dass jemand nachgeschaut hat. Ne? Ja. Wenigstens einer, der informiert ist hier. Ich habe es an dem Rauschen gehört, dass du was sagen wolltest. Du hast dich vorher wahrscheinlich gemutet und dann hat es gerauscht. Das ist ein ganz gutes Zeichen hier. Das ist ein gutes Zeichen, ja. Ja. Ja, jedenfalls die Elizabeth Olsen, die versucht dann dort zu ermitteln und stößt halt gleich so ein bisschen auch an ihre Grenzen und bekommt dann auch natürlich Hilfe von der lokalen Polizei, die sollen ja eigentlich dazu arbeiten, aber die eigentliche Hilfe bekommt sie eben durch Jeremy Renner, weil der sich zum einen gut auskennt, der ist aber ja nicht in der Polizei dort vor Ort angestellt oder tätig und darf da auch nicht irgendwie ermitteln. Kann sie aber natürlich sehr gut unterstützen, weil er dort die Landschaft wie seine Westentasche kennt und weiß, wie man sich dort bewegt und auch kennt er die Personen. Da leben ja nicht viele, das ist ja ein sehr dünn besiedelter Landstrich und er kennt eigentlich alle, die dort so unterwegs sind und kennt die alle so mit Namen und wer da mit wem und wann und wo und wie und so und wer wo im Knast sitzt und deswegen heuert sie ihn quasi an und er hat auch noch eine zweite Agenda, denn die Tochter von, das verstorbene Mädchen, der ihr Vater, heuert sie quasi an und sagt, hier, du bist da jetzt mit da involviert in diesen Ermittlungsfall. Wenn du rausfindest, wer das ist, ja, dann sorg bitte dafür, dass Gerechtigkeit Genüge getan wird. Und deswegen hat er da auch noch diese Agenda, die er dort verfolgt und ist da ganz froh, dass er eben mit dabei ist. Und diese Ermittlungen führen halt zum einen ganz tief in dieses Milieu hinein, was wirklich von vielen armen Leuten, die teilweise froh sind, wenn sie mal in den Knast kommen, weil sie da ein warmes Essen bekommen, bis hin zu wirklich unterdrückten Personen und ja, lässt sich schwer beschreiben. Auf jeden Fall gedreht ist das Ganze von Taylor Sheridan. Der hat ja schon diverse Bücher geschrieben, die zu ziemlich guten Filmen geworden sind. Zum Beispiel Sicario, den haben wir in The Sneak auch abgefeiert. Oder Hell or High Water, den hatte ich ja im Rahmen der Oscar-Vorbereitung Anfang 2017 gesehen, von dem ich auch sehr angetan war. Mit Hell or High Water ist der Film ja fast ein bisschen vergleichbar. Das spielt aber, wenn ich mich recht erinnere, so in Texas, in diesem ländlichen Raum. Aber diese Darstellung schafft er halt sehr, sehr gut, so von dieser ländlichen Region. Hier halt eben in diesem Wyoming, wie wir gerade erfahren haben. Und wie die Leute dort so ticken. Und ich war da noch nie, aber ich kann es mir jetzt ganz gut vorstellen. Wie fandet ihr das so? Ladies first, oder? Ladies first, ja. Natürlich. Keine Ahnung. Immer. Ich mag ja so Crime-Sachen sehr. Deswegen, ich fand es eine interessante Geschichte. Man hat auch so mit überlegt, was könnte da passiert sein und wie hängt was miteinander zusammen. Also ich fand es auch sehr spannend erzählt. Klar, die Landschaft war der Wahnsinn. Also ich würde da gerne auch mal hin, einfach weil so viel Schnee haben wir hier nie. Zum Glück, haben. Zum Glück. Ja, das muss man schon sagen, zum Glück. Nix für mich. Also von der Story her und von der ganzen Aufmachung vom Film, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand auch die beiden Hauptdarsteller mit Elizabeth Olsen und Jeremy Renner sehr gut. Ich fand den Jeremy Renner ziemlich kalt und abgebrüht, das fand ich echt cool. Der war halt so, ich mache mein Ding, ich hab mein Kreuz zu tragen und alles andere ist mir egal. Das fand ich schon, hat er echt gut gemacht. Und ja, also alles in allem, coole Geschichte, sehr durchdachte Geschichte, cooler Film. Chris? Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also der Film ist durchdacht von vorne bis hinten, hat ein tolles Setting dort und genau dieses Setting macht es eben dann auch aus, weil der Film hat ich habe es so ein bisschen empfunden, so eine spannende Ruhe. Das klingt jetzt ein bisschen verwirrend vielleicht, aber es ist jetzt nicht so, dass das zack, zack, alles mögliche aufeinander passiert, so ein komplett wilder Ritt und man eigentlich nicht Luft holen kann, sondern der Film ist, ja, um es mal etwas poetisch zu sagen, so ein wenig wie, wenn so ein richtig schöner Schneeschauer runterkommt, also wenn es so richtig schön schneit
und einfach so besinnlich Schnee runterhaut und da passieren halt auch Sachen und auch sehr unschöne Dinge und auch wie er das dann auflöst und es gibt noch eine ganz, ganz coole Szene mit dem Trailerpark, da möchte ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ja zu arg gespoilert, aber die hat mich auch noch sehr abgeholt und insgesamt, ja, sehr bildgewaltig das Ganze, Story echt, echt cool und ja, die Schauspieler, brauchen wir nicht groß drüber reden. Ich meine, es waren zwei Avenger dabei, die eine heißt auch noch Banner. Ja. Ob das eine gewollte Anspielung war, ja, man weiß es nicht, aber wie gesagt, an sich eine runde Sache, ein sehr kühler Film, aber ja, wie gesagt, hat einen echt bei Laune gehalten. Also es war gut erzählt, gut gemacht. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Interessant fand ich, dass hier die Hauptfigur jetzt nicht die FBI-Agentin ist, die dorthin kommt, um da zu ermitteln, sondern eigentlich ja der Jäger Jeremy Renner. Ich dachte die Schneelandschaft. Bei Sicario war es ja genau umgekehrt. Da haben wir eigentlich die etwas unbedarfte Agentin quasi bekleidet. Und hier war es halt doch ein bisschen anders. Aber es war halt so, der Film war irgendwie die ganze Zeit relativ ruhig und hat so Ermittlungsarbeit gezeigt, um dann aber in so bestimmten Momenten mal mit der ganzen Erzählstruktur und der Art, wie es gezeigt wird, so total zu brechen. Was einen dann sowas aufgewühlt hat in dem Moment, also das passiert ja an zwei Stellen, die ich jetzt nicht spoilern will, das war irgendwie total irre. Dann, also wie man sowas machen kann, das ist schon ein ziemlich cooler Kniff, der da gelungen ist und auch die Darsteller waren irgendwie der absolute Hammer. Also bis in die kleinen Nebenrollen rein. Gerade so diese, man könnte jetzt sagen White Trash, aber das sind ja eigentlich indianische Einwohner, also da passt der Ausdruck jetzt nicht so ganz, aber ja, diese ganzen, die da in den Trailerparks leben, wie die so dargestellt werden und ja, total extrem guter Film. Auch tolle Musikeinbindungen hier, da hat man ja in den letzten Wochen eher so grenzwertige Erfahrungen gesammelt in der Sneak, was so Musik angeht. Irgendwelche Geigen, die da hier war es echt, echt gut. Ich mag kein Schnee, also ich kann mit solchen, also Berge, nichts für mich. Also, aber selbst mir hat das alles ziemlich gut gefallen, wie das so gezeigt wurde. Ich gucke mir sowas lieber auf der Leinwand an, als dass ich da selber hin muss. Ja. Extrem. Aber wenn ich mir mal so in die Auswertung auf unserer Facebook-Gruppe anschaue, da sind wir nicht die Einzigen, die den Film ziemlich gut fanden. Denn allein gibt es schon 15 Personen, die dem Film 10 Punkte geben. Oh. Und das haben wir nicht so oft. Ne? Also wir haben hier wirklich eine Wertung, da ist keine Wertung unter 6 Punkten dabei. Ne, 10 bei dem Film. Punkte. Das ist richtig gut. Stimmt, jetzt sehe ich es auch. Oh ja, 15 Leute haben 10 Punkte gegeben. 15 Leute geben 10 Punkte. Ja gut, ich habe auch 9 gegeben, also von daher, also mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Also ich glaube, auf diesen Taylor Sheridan, da muss ich echt mal achten, was der so als nächstes macht. Der soll ja irgendwie den Nachfolger von Sicario irgendwie als Pfeil im Köcher haben. Mal gucken, was da so passiert. Und ja, jetzt wo er zum ersten Mal auch, oder war das sein erster Film? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber zumindest der erste, den ich so wahrgenommen habe, den er selber als Regisseur gedreht hat. Bei den anderen hat er ja, Anführungszeichen, nur das Drehbuch geschrieben. Ja, mal gucken. Ich schaue gerade mal nach. Actor, oh, der hat auch mitgespielt in diversen Sachen. Director, er hat noch einen Film gemacht 2011, der hieß Pain. Vielleicht soll ich mir den mal angucken. Der sieht aber eher aus wie ein Horrorfilmchen, wie irgendein Hostel-Abklatsch oder sowas, wenn ich das so richtig sehe. Was hat er denn? Hat er auch? Ah nee, als Schauspieler hat er bei Hell or High Water hat er eine kleine Nebenrolle. Bei Veronica Mars hat er mitgespielt. Danny Boyd hat er da gespielt. Jetzt muss ich gucken. Redet ihr mal weiter, ich gucke so lange. Danny Boyd bei Veronica Mars. So, warte mal. Ich habe ihm übrigens 8 Punkte gegeben, falls das irgendjemanden interessiert. Ich habe ihm 9 gegeben. Ich dachte, ich lasse es mal. Ach, jetzt weiß ich, wer das. Jetzt weiß ich sogar, wer das war. Der hat aber ganz kurze Haare gehabt damals. Ja. Ja. Aber ich kenne ihn auch. Lustig. Ja, cool. Nee, also das, noch was Gutes, was aus Veronica Mars heraus hervorgegangen ist, sozusagen. Ja. Cool. Also, wer auch Hell or High Water noch nicht kennt, sollte da auch unbedingt mal einen Blick reinwerfen. Sicario sollte man sowieso gesehen haben, finde ich. Aber Hell or High Water, gerade die jetzt so 10 Punkte gegeben haben,
hier in unserer Facebook-Gruppe oder auch so, die das vielleicht in ihrer Sneak hatten, den Film. Ich habe gehört, die Kollegen von Leinwandperlen hatten den auch. Ja, also wem der gefallen hat, sollte unbedingt mal einen Blick reinwerfen. Hell or High Water. Da spielt nämlich auch Chris Pine mit, der eigentlich hier noch die Hauptrolle spielen sollte, habe ich gelesen. Und man hat sich aber dann doch für Jeremy Renner entschieden, weil Chris Pine in irgendeinem anderen Superheldenfilm mitspielen wollte. Stattdessen, ja. Also, Wind River von uns dreien auf jeden Fall empfohlen. Unbedingt mal angucken. Wann läuft der an? 8.2. läuft er erst an. Also müsst ihr euch eine Weile vormerken, das ganze Ding. 8.2. Februar. Und wir, wenn der Kate gerade die Seite offen hat mit den Sneak-Tipps und... Ich habe die auch offen. Ja. das lassen wir mal Chris seinen Tipp vorlesen. Aber danke ja, dafür. Genau, da kann der Chris mal sagen, wie der Tipp lautet und die Kate kann sagen, was, mach doch selber, Erik, was mitgetippt wurde. Ah, der Tipp für die Sneak 928 der Innenstadtkino Stuttgart heißt, man muss ja echt nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Findet die eigentlich am Weihnachtstag statt? Am ersten Weihnachtsfeiertag? Das erfahren wir morgen. Aber ziemlich sicher. Ja. Ach nee, Quatsch, das ist ja dann die übernächste. Die nächste, die ist ja für morgen, stimmt ja. Also das wird morgen bekannt gegeben, aber ich gehe aktuell davon aus, dass... Spoiler! Okay. Und wie lauten denn die Tipps? Oh, hier hat ja jemand viel getippt. Wir haben ganz viele Tipps bekommen, denn der Thomas hat gleich 4 Tipps abgesetzt. Thomas J., aber nicht Thomas H. Ja, Thomas J. Dieses bescheuerte Herz, dann, ich glaube, ein türkischer Film, Maydin Adin Günü, keine Ahnung, voll verschleiert und Greatest Showman. Ich wäre voll für Greatest Showman. Der hat quasi alles Mögliche getippt, was jetzt am 21. anläuft, wenn ich das so richtig sehe. Keine Ahnung. Ja, aber der Erik hat ja noch zwei. Ja, genau, der Erik. Ich habe mich wirklich mal des Tipps mal angenommen, man muss ja nicht auf jeder Hochzeit tanzen, ne? Weil da gibt es einen Film, der heißt Der andere Liebhaber. Und das könnte ungefähr passen, habe ich jetzt keinen Trailer gefunden, habe ich hier kino.de verlinkt, da kann man sich mal die Story durchlesen. Und dann gibt es noch einen französischen Film, der heißt C'est la vie, das Leben ist ein Fest, da geht es auch irgendwie um Hochzeitsfeiern und sowas. Und ich könnte mir denken, dass einer von den zweien, wahrscheinlich der letztere, das Leben ist ein Fest, kommt. Aber wer weiß das schon, bei diesem vagen Tipp. Ja. Tja, lassen wir uns da mal überraschen. Und wir haben ja noch einen anderen Film gesehen, über den wir sprechen können. Nämlich Star Wars. Teil 8, 9, 8, 8. 8. Episode, die letzten Jedi. Oh. Müssen wir noch drüber reden, ob wir einen Spoiler-Talk machen? Ich würde sagen, wir spoilern ihn jetzt erstmal nicht. Genau. Dass jetzt hier niemand Angst bekommt hier. Ja. Und nein. Und falls wir dann im Laufe unseres Gesprächs darauf kommen, dass wir doch noch irgendwas sagen müssten oder über irgendwas sprechen müssten, dann können wir das ja dann hinten dranhängen. Aber dann werden wir rechtzeitig davor warnen. Star Wars. Chris, möchtest du es vorstellen? Nee. Die letzten Jedi. Ich weiß nicht, wie ich das spoilerfrei machen soll. Okay. Die Geschichte geht weiter. Piu, piu. Und fertig. Ja, aber wie willst du das spoilerfrei machen? Wir fangen also quasi im Weltraum an. Es geht weiter mit der Situation, dass Rey Luke Skywalker das Laserschwert hinhält und weiter. Jetzt kommst du. Ja, na, also die erste Ordnung, also dieser Todesstern, den die da gebaut haben, also dieser Todesplanet war das ja fast, ne? Der ist ja zerstört worden im vorhergehenden Teil. Und wir erfahren aber in diesem Opening Crawl, wie es so schön heißt, erfahren wir, dass die Erste Ordnung mittlerweile wesentlich mehr Fuß gefasst hat im gesamten Universum und dass die Rebellen ja eher so in der Minderheit sind. Und der Film beginnt damit, dass so eine Handvoll Rebellenschiffe, die auf der Flucht sind, quasi so angegriffen werden. Und die werden verfolgt von so einem großen Sternenzerstörer. Und dieser
Sternzerstörer. Also da ist irgendwie ein größeres Schiff von den Rebellen und so etliche kleine Begleitschiffe. Und dieses große Schiff schafft es gerade so in diesen Abstand hinaus zu gehen und kann auf Lichtgeschwindigkeit gehen und vermeintlich entfliehen. Aber sobald sie wieder aus der Lichtgeschwindigkeit herausgehen, dann holt sie dieser Zerstörer von der Ersten Ordnung plötzlich wieder ein, was sie eigentlich wundert, weil normalerweise kann man niemanden orten, der den Lichtsprung gerade macht. Und sie halten dann gerade so den Abstand, dass sie so knapp außerhalb der Reichweite sind von diesen Geschützen, von diesem Zerstörer und sind auf ja quasi fast maximaler Kraft, die sie fliegen können, ohne dass sie jetzt den Lichtsprung machen, weil dafür haben sie auch nicht mehr genügend Treibstoffvorräte und die Treibstoffvorräte gehen sowieso zur Neige, was auch schon bei einigen Begleitschiffen passiert, zum Beispiel so ein Krankentransporter oder sowas, der dann wirklich dann beschossen und zerstört wird. Die kennen da gar nichts hier, die Bösen, die sind halt böse, ne? Und dann, sie tüfteln dann aus, wie das sein kann, dass die innerhalb des Lichtsprungs geortet worden sind. Und nehmen dann an, dass es da wohl irgendeine Art Detektor gibt auf einem der Schiffe und wollen quasi auf dieses Schiff, um diesen Detektor zu finden und den zu stören, damit das Hauptrebellenschiff einen Lichtsprung machen kann und entfliehen kann, bevor die merken, dass da irgendwie der Detektor gestört ist. Und zu diesem Zweck begibt sich der Held vom letzten Mal, der Poe Dameron. Poe Dameron, genau. Der ehemalige Stormtrooper. Das Finn. Ist Finn, Moment. Finn. Ja, aber der du bringst alles durcheinander. Ja, dann hättest du es doch gemacht, du wolltest doch nicht. Genau. Also der Poe, der begibt sich auf so einen. Nee, begibt der sich dorthin? Nein, Poe begibt sich da gar nicht. Nee, wollte ich gerade sagen. Sich dahin. Und zwar mit wem? Weil ihr legt mir einen falschen Namen im Mund. Ne? Die begeben sich auf den. Der Finn begibt sich auf diesen. Auf so einen Casino-Planeten, um dort so einen Hacker zu treffen, den es dort gibt. Und um dann die Möglichkeit zu finden, dieses undurchdringliche Schutzschild da irgendwie außer Kraft zu setzen, damit sie zu diesem Device da vordringen können, was diese. Den innerhalb des Lichtsprungs orten kann. So, das ist eine Storylinie. Die zweite hatte sich ja schon angedeutet, als in dem vorhergehenden Teil die Rey das Lichtschwert an Luke Skywalker gibt. Und da geht es halt darum, will er sich da noch irgendwie einbringen oder er will mit dem Ganzen überhaupt nichts mehr zu tun haben. Deswegen ist er auch auf dieser einsamen Insel da, mitten im Nirgendwo, wo auch diese lustigen Tiere, die man im Trailer schon sieht, da leben zuhauf. Und ja, sie versucht ihn da zu überzeugen, dass er sie ausbildet, eben in diesen, damit sie ihre Kräfte entdecken kann und nutzen kann, weil sie hat ja schon irgendwie gemerkt, dass sie da was hat. Und das ist so diese zweite Storylinie, die es gibt. Habe ich noch irgendwas vergessen? Da gab es noch eine dritte. Ja, es gibt noch die von Kylo Ren, die Storylinie, wo du jetzt übersprungen hast. Die ist ja auch nicht so wichtig. Na, erzähl mal. Ist nur Kylo Ren. Nein, es gibt einfach die Geschichte noch von Kylo Ren, wie der sich einfach weiterentwickelt, auch mit Supreme Leader Snoke und allem. Und ja, wer da welchen Platz hat und in welchem Verhältnis man dann zu Rey steht und bliblablub. Sehr, sehr spannend. Ich kürze das jetzt einfach ab, weil sonst wird es wirklich zu spoilerhaft. Meiner Meinung nach. Wir müssen echt aufpassen, was wir sagen. Echt schlimm. Aber bis jetzt war doch alles im grünen Bereich, würde ich mal fast sagen. Ja, ich glaube, jetzt aktuell ist alles in Ordnung. Ja. Mehr steht, glaube ich, noch in den ganzen Filmbeschreibungen nicht. Wir haben ja auch die Sexszene von Chewbacca und Jar Jar Binks haben wir jetzt nicht erwähnt. Spoiler. So. Ja, einmal kann man, glaube ich, noch sagen, dass während ihrer Ausbildung, also die Rey bekommt ja ein bisschen was mitgeteilt, was so die Jedi angeht und versucht dann ihre Kräfte zu entdecken. Und da schafft sie es auch, eine Verbindung zu Kylo Ren aufzubauen, quasi so eine Art telepathische Verbindung, was durchaus zu einigen Problemen dann auch führt, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, aber wer hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass C-3PO ähnlich wie Grievous ein humanoides Herz hat? Wusste man ja vorher auch nicht. Und so ein echtes Gehirn, wie bei Futurama da. Ja, und krass fand ich das, dass sie Darth Vader wieder haben aufgeweckt. In so einem Wasserbad.
Ja. Weg vom Klamauk, zurück zum Thema. Back to topic, ja. Der Film geht ziemlich lange, um noch bei den technischen Daten zu bleiben, 2,5 Stunden, was natürlich bei so einer Mitternachtspremiere hätte sich bemerkbar machen können, aber ich fand, der Film war eigentlich äußerst kurzweilig die ganze Zeit, also man hat eigentlich kaum gemerkt, dass da jetzt irgendwie schon 2 Stunden rum sind oder so. Ja, mir ging es bloß am Ende so, dass ich mal eilig auf Toilette musste, da war ich dann doch froh, als es dann... Es gab ja diverse Enden dann irgendwie so, ja, die haben sich nochmal verabschiedet und da war nochmal was und da war nochmal was und das nochmal. Und das, da habe ich dann gedacht, okay, ich habe es verstanden, jetzt macht weiter. Aber das war eher meinem Handrang geschuldet, um es mal so zu sagen. Aber ansonsten fand ich den sehr, sehr gelungen. Im Gegensatz zu Das Erwachen der Macht, den ich auch sehr gelungen fand, hat oder ist der 8. Teil, Die letzten Jedi, so... Eigentlich ein ganz anderer Film, weil der vorhergehende Teil war eher so ein bisschen Fanservice. Man hat erstmal versucht, die Fans wieder zu gewinnen, nachdem ja doch Episode 1 bis 3 ja nicht so angesehen sind in der Fanbasis, inklusive mir. Erstmal zu sagen, okay, komm, wir zeigen euch mal, wie cool wir das machen können und wir bringen mal viele Szenen rein, wo ihr feuchte Augen kriegt, und J.J. Abrams hat das einfach auch kapiert, wie er so ein Ding machen kann. Er versteht halt Fans, wie die ticken, und deswegen Das Erwachen der Macht war eher so ein Fanservice mit ganz viel Hach da drin, und jetzt geht's wirklich mit der Story weiter und hier werden wirklich neue Themen aufgemacht. Hier passiert sehr viel, es ist sehr, sehr treibend und man sieht neue Sachen. Es funktioniert auch nicht alles, was so geplant ist. Es ist jetzt nicht immer so wie in manchen anderen Teilen, wo man sagt, ja, wir planen da hier was rum und dann, ja, wir wissen schon, das klappt ja dann am Ende. Also das ist hier auch nicht so gesagt, ne? Aber das hat man ja bei Rogue One auch schon ein bisschen gesehen. Wobei das ja kein Episodenteil ist. Das fand ich ziemlich gut. Kate? Ich fand ihn auch ziemlich gut. Ich fand ihn an sich sehr, sehr gut. Es gibt immer Sachen, über die man bei jedem Film meckern kann. Ich fand, in diesem Star Wars ist es so, dass er hat seine Lacher, aber ich finde ihn fast teilweise zu lustig. Also wir haben hier wirklich Gags, die auch funktionieren und zünden, aber die den Film dann schon fast, ja, so einen Hauch von Komödie geben. Stellenweise, natürlich nicht über den ganzen Film hinweg, aber stellenweise. Und da hätte ich mir doch schon den ein oder anderen Spruch weniger gewünscht. Trotz allem ist es ein gelungener Film. Es ist eine tolle Geschichte. Wir haben hier wieder unsere Helden, wobei ich auch da wiederum sagen muss, der gute Finn kommt ein bisschen viel zu kurz in dem Film, finde ich. Und Rey bleibt auch relativ blass, fand ich. Darüber hinaus ist dann halt ein Luke Skywalker mehr im Mittelpunkt des Films, und auch die Entwicklung von Kylo Ren wird ein bisschen mehr hervorgestellt. Ja, es ist halt so eine Mischung aus allem. Es gibt einen ganzen Teil, also einen ganzen Bereich im Film, so ein kleiner Ausschnitt, der hätte komplett wegbleiben können. Hätte ich überhaupt gar kein Problem gehabt. Der Film hätte wunderbar funktioniert, auch ohne diesen einen Teil. Erik, du weißt, was ich meine, oder Chris weiß auch, was ich meine. Das ist nicht notwendig gewesen. Und wenn man den weggemacht hätte und vielleicht irgendwie nur eine Andeutung zu dem Thema gemacht hätte, hätte das vollkommen gereicht. Trotz allem ist es ein toller Film. Wir müssen uns aber alle klar machen, dass die heutigen Star Wars Filme, angefangen schon mit Episode 7, eine neue Generation Star Wars Filme ist. Deswegen auch wahrscheinlich diese Lacher und diese Gags und wie im ersten Teil der ganze Fanservice. Das ist nicht mehr wie Episode 4 bis 6. Das ist einfach neu. Die Star Wars Filme haben sich auch irgendwo dem heutigen Publikum und dem heutigen Zeitgeist angepasst. Und das finde ich in Ordnung. Ich meine, irgendwo muss man ja auch mit der Zeit gehen, ne? Und wir haben jetzt hier einfach eine neue Generation von Star Wars Filmen, und ich bin trotzdem immer noch super gut unterhalten. Also mir hat er richtig gut gefallen. Wie gesagt, an jedem Film kann man was rummeckern, immer. Konnte man am letzten Teil auch schon. Kann man bei den nächsten Teilen bestimmt auch, ja.
Aber trotz allem, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Mir kamen die 2,5 Stunden nicht wie 2,5 Stunden vor. Ich habe immer noch Fragen zu diesem ganzen Film, also zu dieser ganzen Star Wars-Geschichte, die ich hoffe, dann, die im nächsten Teil dann wieder aufgeklärt werden. Es ist einfach so, man möchte dranbleiben. Ja, und das ist das, was ein Film bringen muss. Damit ich 2 Jahre drauf warte, bis der nächste Teil kommt und gebannt drauf warte, dass der nächste Teil kommt. Und das schafft auch nicht jeder Film oder jede Filmreihe. Und Star Wars kann das. Meine Meinung. Geh nicht ganz. Achso. Entschuldigung, wenn du was sagen möchtest. Ja, ich wollte sagen, ich gehe nicht ganz d'accord, dass man die Entwicklung von Rey nicht so sieht. Also ich fand, die hat ein paar starke Szenen, die ich jetzt leider nicht nennen kann. Das wäre sonst gespoilert. Aber das, da gehe ich nicht ganz d'accord. Da gibt es ja diese Szene in dieser Höhle. Weißt du, welche ich meine? Mit diesem Spiegel, da ja, habe ich mir wesentlich mehr erhofft von dieser Szene. Zum Beispiel, ja, nee, aber das, ja, nee, aber das können wir jetzt nicht, können wir jetzt nicht besprechen. Chris erstmal. Ja, gut, wo fange ich an? Also, zum einen schön, dass es weitergeht mit Star Wars. Und wie du, Erik, schon richtig gesagt hast, der erste neue Film, also die Weitererzählung, war wirklich so dieser Fanservice mit Yay, es war keine neue Geschichte, brauchen wir uns gar nicht groß drüber unterhalten. Und jetzt geht's eben weiter. Und was mich extrem gestört hat, ist ganz einfach, dass der Film teilweise ein bisschen zu flapsig ist, meiner Meinung nach. Es sind Sachen dabei, da denkst du, okay, das ist jetzt echt ein ernstes Ding und da hält man kurz die Luft an. Und schwupp kommt irgendein blöder Spruch oder eine dumme Geste oder irgendwas. Es wird alles komplett ständig an einer Tour entschärft. Also alles, was passiert, wird meiner Meinung nach komplett entschärft durch einfach irgendwie einen Blödsinn. Und kann man machen, aber im Endeffekt fehlt dann vielleicht für wirklich eine richtige Weitererzählung so ein Stück weit die Ernsthaftigkeit. Und ja, das aus meinem Mund ist ein bisschen vielleicht fragwürdig für den einen oder anderen, aber trotzdem, wenn man sich so einen Film dann wünscht oder wenn man sich einfach drauf freut auch und gleich schon in den ersten paar Minuten eigentlich du denkst, okay, Gag-Reel ist dann langsam bitte rum, das fand ich ein bisschen schade. Was ich auch ein bisschen schade fand, zum einen gut, aber zum anderen auch schade, ist, dass der Film keine Luft holt. Also der geht durch an einer Tour, das ist ein Ritt, wie jetzt auch mal wirklich auf so einer Achterbahn hockt, die halt 2,5 Stunden geht. Und wirklich für Schnaufpausen nimmt der Film sich keine. Und vielleicht hätte das ein oder andere Mal das dem Film ganz gut getan. Vielleicht. Also ich hab ihn jetzt erst einmal gesehen. Oftmals ja, heißt es, bildet sich ein Urteil nach einmal gucken. Kann ich jetzt bei Star Wars relativ schwer, weil das ist im Augenblick der Teil, den ich am wenigsten oft gesehen habe. Überraschenderweise. Und ja, das macht's für mich gerade noch so schwer. Ich möchte nämlich da nämlich auch noch gar keine große Bewertung eigentlich abgeben, weil, wie gesagt, ich teilweise zu arg abgelenkt war von diesen Gag-Reels, von diesem einfach, oh, machen wir noch hier einen Blödsinn, machen wir noch da was Blödes rein und ich meine, ohne zu spoilern, aber auch die Szenen mit Chewbacca. Wir alle kennen Chewbacca als herzliches Fellmonster, kann man nicht anders sagen. Hm. Aber auch der wird völlig entschärft in meinen Augen. Und zwar komplett. Das ist ganz, ganz komisch. Also, man hat mit ganz arg viel Altem aufgeräumt. Also, C3PO war öfters zu sehen. Ja, R2D2 war fast gar nicht präsent. Hat nur einen ganz kleinen Teil mitgespielt. Und ja, ist okay. Man kann nicht immer mitspielen oder im Mittelpunkt sein. Aber das sind halt diese Grundcharaktere, sage ich jetzt mal, die Star Wars mit sich bringt. Und ja, das werden immer weniger und das dünnt auch weiter aus, aber gerade bei Robotern denke ich, ist schön, dass das weitergeht mit BB-8, das ist eine tolle Idee gewesen, dass es jetzt natürlich einen Gegenspieler zu BB-8 geben muss, ist ja auch klar. Dass BB-8 in meinen Augen völlig overpowered war, also was der Kleine alles hingekriegt hat, fand ich schon fast ein bisschen fragwürdig, also dagegen kann man fast schon sagen, ist R2D2 wirklich ein Blecheimer. Das will wirklich was heißen, weil R2D2 ja schon immer eine große Rolle hatte. Ja,
Auch die neuen Charaktere, die kurz eingeführt wurden, dann wieder rausgenommen wurden. Ich tu mir wirklich ein bisschen schwer. Also es ist kein schlechter Film. Es ist schön, dass die Geschichte weitererzählt wird, auch auf eine ganz eigene Art und Weise. Nur, ja, es könnte etwas ernsthafter sein. Du musst ihn noch mal gucken. Denke ich auch. Was das Thema Ernsthaftigkeit angeht, da hatten wir ja Rogue One. Vielleicht ist das ganz gut, dass man die Original-Episoden, weil auch die alten, die Classic Trilogy, um es mal so zu nennen, die hatte auch schon genug Witz. Also ich kann mich da auch kaputt lachen über, ja, ich liebe dich, ja, ich weiß. Genau. Aber das ist einfach auch der Rolle von Han Solo in dem Fall geschuldet. Aber wenn ich jetzt dran denke, da Szenen im Todesstern oder was weiß ich wo, mit Vader, wo er ein General wirkt oder was weiß ich was, im aktuellen Teil würde dann noch irgendein blöder Spruch hinterherkommen. Und sei es, dass man den General fragt, oder dass man den Typ fragt, brauchst du einen Hustenbonbon, irgendwie sowas. Also, wie gesagt, ich tue mir da echt schwer, weil der Film sich einfach, manchmal einfach eine Szene so stehen lassen. Wäre kein Problem gewesen. Es gibt auch eine Szene, in der Luke Skywalker raustritt, wo ich gesagt hätte, hey, wenn jetzt der Film aus gewesen wäre, das wäre ein Mega-Ende gewesen. Gut, der Film ging, glaube ich, danach noch eine Dreiviertelstunde oder so. Aber trotzdem, das wäre für mich so. Ja, deiner Blase. Aber das wäre für mich so das wäre kein befriedigendes Ende wahrscheinlich gewesen. Das wäre ein Cliffhanger-Ende gewesen. Aber das wäre der Cliffhanger des Jahrtausends schon fast gewesen. Also das war... Das kannst du bei einer Serie machen, aber doch nicht bei sowas. Chris, du beschreibst gerade eine Szene, auf die möchte ich auch noch mal ganz kurz zu sprechen kommen, ohne einen Spoiler abzugeben. Du sagst diese Szene, wo er raustritt. Hast du vollkommen recht. Da einen Cut zu machen, wäre der Wahnsinn gewesen. Aber auch hier die darauffolgende Szene richtig gut und dann wieder ein Tick zu viel. Ja. Ja? Und das wenn man diesen Tick zu viel weggelassen hätte, wäre das eine Bombenszene gewesen. Falls du mit dem Tick meinst, das, wo das halbe Kino vor Freude ausgeflippt ist, dann würde ich sagen, das war genau richtig. Nein. Nein, das Kino nicht vor Freude ausgetickt. Also das war einfach nur dieses Und das war, für mich war das schon wirklich ganz ehrlich, es war cool, außer Frage, absolut cool, aber hätte es vielleicht auch anders gemacht. Oder was anderes getan. Und was mir auch noch aufgefallen ist, vom Gefühl her, ist, dass Mark Hamill hat vom Gefühl her die Rey ganz gewaltig an die Wand gespielt. Und deswegen wirkte die Rey manchmal blass in den Szenen, wo Luke Skywalker dabei war. Also von meiner Ansicht aus. Und was ich ganz mies fand, muss ich auch ehrlich sagen, war die Synchro von Luke Skywalker. Ja. Die hat mir gar nicht gefallen. Also das klang, als ob er irgendwie per Skype aus Timbuktu zugeschaltet ist. So, vielleicht mal ein OV mal gucken irgendwie. Ja. Ja. Naja. Das hat mich ein bisschen geärgert. Also da hänge ich am Anfang echt so dran. So. Spannend. Hat man den wirklich per Telefon erreicht? Chris, deine Kollegin, die dabei war, die hat doch den Film jetzt ein zweites Mal gesehen. Und die hat auch gesagt, jetzt ist es besser. Sie hat gemeint, beim zweiten Mal ist es besser, ja. Ja, also dann gucke ich nochmal an. Ich glaube, das ist auch so, der Film... Ich muss dann los, ja. Vielleicht... ja, also Rogue One war ja wirklich sehr, sehr ernsthaft. Da ist ja einiges passiert. Und ja, aber Rogue One hat ja auch seine Späße drin. Es geht mir gleich darum, dass es bei Star Wars gibt es immer so dieses Ding, diesen echten krassen Szenen. Und dann gibt es halt ab und zu mal wirklich was Cooles. Aber da war es wirklich so gefühlt, bei jeder Szene muss noch irgendwas kommen. Das war nicht bei jeder Szene, glaube ich. Und das finde ich eigentlich... Nee, also jetzt überleg doch mal da bei der Snoke-Szene... Die essentielle Snoke-Szene. Da war auch kein Lacher. Das blieb auch, wie es ist. Ich glaube, auf lange Sicht... Rausgeschnitten. Ich glaube, auf lange Sicht, ich sehe ja auch, dass im Internet gerade viele Diskussionen gibt um das Thema Humor jetzt in dem neuen Episodenteil. Ich glaube aber, auf lange Sicht, wenn du das dann immer noch mal wieder siehst, dann ist es nicht ganz so schlimm, ganz im Gegenteil. Dann wartest du eher auf solche Szenen, genauso wie man bei bei Stopp langsam immer auf die coolen Sprüche wartet oder sowas, weil das... Das ist schon richtig, ja, aber in dem Fall, du hast halt, du musst immer überlegen, am Anfang galt Darth Vader als das Böse schlechthin, als die Ausgeburt des Bösen, ne? Das Symbol des Bösen auf der Welt oder im Universum. Darth Vader wäre in dem Teil völlig untergegangen.
Weil bei jedem Ding wäre irgendein blöder Spruch gekommen. Gut, und sei es auch in dem Fall wieder, dass Darth Vader auftritt und atmet und bla bla bla, dass jemand fragt, oh, Asthma-Spray vergessen. Das hat einem nur gefehlt. So. Ich glaube, dieses Schwarz-Weiß, Böse-Gut oder sowas funktioniert halt auch heutzutage nicht mehr. Ich meine, das hast du ja dann im zweiten Teil von der alten Trilogie wurde das ja schon ein bisschen weggewaschen, ne? Weil dann ja Darth Vader eben doch nicht mehr so dieses unzerstörbare Böse war, sondern man hat dann gesehen, okay, wer steckt dahinter und so. Und hier ist es ja so, schon richtig, hier ergibt sich ja was Neues, Böses, und der hat keinen dummen Spruch auf den Lippen oder sowas. Also da und der spielt den Bösewicht, der Adam Driver, der spielt ihn wirklich echt gut. Also das Böse kann halt auch mal in solchen bubihaften Gesichtern stecken. Ja, das ist nicht immer so, dass es so eine Maske braucht, und das wird ja auch am Anfang gesagt. Und was ich viel interessanter drüber nachzudenken, das kann ich jetzt gerade so spoilerfrei noch sagen, ist denn, wie er jetzt, also wir wissen ja, wie Darth Vader böse geworden ist und wie jetzt Adam Driver eigentlich seinen bösen Drive gekriegt hat oder so. Das, oh, der Driver hat seinen Drive gekriegt. Ja, hey. Darüber, darüber wurde ja quasi aufgeklärt. Ja, und das finde ich eigentlich sehr, sehr interessant hier in diesem Film. Das kann man jetzt nicht weiter ausführen. Und ja, ich finde extrem gut auch den Humor da drin. Ich sehe natürlich die Diskussion, die es gibt, die so, oh, lustig gemacht und oh, das wollen wir nicht. Ja, wer sind jetzt die Eltern von Rey? Niemand. Hast du doch erfahren im Film, kann man jetzt natürlich nicht nennen. Wir wollen es ja nicht, nicht vorwegnehmen. Vielleicht stimmt das aber auch. Aber auch das wird aufgeklärt. Ja, vielleicht aber für auch mich nicht. Wird es ganz klar aufgeklärt. Vielleicht aber auch nicht, man weiß Nein, wird es nicht. Ganz klar, auf gar keinen Fall, weil wenn dir dein Gegenspieler was ins Gesicht sagt, um dich zu verunsichern oder irgendwie, um dich drunter zu ziehen, ist Trash Talk. Ja, Trash Talk. Also, deswegen, für mich ist das noch nicht. Da ist noch einiges offen, und das Ende lässt ja auch noch viel, viele Möglichkeiten zu und wird sehr spannend. Wir gehen doch sowieso in 2 Jahren wieder ins Kino und mitten in der Nacht. Also, da trinke ich jetzt keine Clubmate vorher. Gar nichts zu trinken vorher. Verduschen. Genau, den ganzen Tag nichts trinken und damit du bloß nicht pinkeln musst. Völlig dehydriert da ankommen. Nein, aber also abgesehen davon, dass der Chris ihn einfach ein zweites Mal gucken muss, können wir eigentlich festhalten, dass es wieder ein guter Star Wars ist. Er ist keine komplette Enttäuschung. Er ist gut, er ist solide, er ist leider ein bisschen zu lustig, aber es geht weiter. Also bei mir ist der, nach oben. Bei mir ist der so auf demselben Niveau wie wie das vorhergehende, das Erwachen da macht. Bloß halt hat eine völlig andere Tonalität. Aber ich finde den auf seine Weise richtig, richtig gut. Ja. Bis auf die Länge. 0:01. Ja, hätte eine halbe Stunde länger sein können. vielleicht, nein. Ich gucke mir mal zu Hause mal in Ruhe an. Ich habe mir schon das Steelbook wieder vorbestellt. Habe ich bei den vorhergehenden auch gemacht. Und ja, wenn der dann kommt, gucke ich ihn in Ruhe nochmal zu Hause an. Oder wenn der dann auf Sky wieder läuft, mehrfach. Jawohl. Ja, ich muss mir den auch nochmal 3-4 Mal angucken, mindestens. Ja. Cool. Also bei mir, ich gebe da 9/10. Mir hat er auch sehr gut gefallen. Bin ich auch dabei, 9/10. Ich bin bei 8/10. Ja, das ist trotzdem eine super Wertung. Das ist ein Star Wars Film, hallo. Also. Heißt eine super Wertung. Star Wars! Kritik auf ganz hohem Niveau hier gewesen. Und dann werden wir doch gleich mal gucken, wie der sich hier so in die Kinokasse schlägt. Kinocharts und Neustarts. Hier in Stuttgart sieht es wie folgt aus an der Kinokasse. Auf Platz 10 ist Burg Schreckenstein 2, Küssen, Klammer auf, nicht, Klammer zu, verboten. Platz 9, Zwischen zwei Leben, The Mountain Between Us, mit Kate Winslet und Idris Elba. Platz 8 immer noch Der Mord im Orient Express. Platz 7, Bo und der Weihnachtsstern. Habe ich noch nicht geschafft reinzugehen. Platz 6, Fuck You Goethe 3. Platz 5, Ferdinand geht stierisch ab. Wegen diesem Wortspiel allein sollte man da nicht reingehen. Platz 4, Paddington 2. Schöner Weihnachtsfilm. Reingehen alle. Platz 3, Daddy's Home. Ach, apropos, wie ist die Marmelade? Schon mal probiert? Von Paddington? Ja. Die ist fast leer, die ist ganz angenehm. Genau. Vielen Dank nochmal dafür. Also liebe Hörer, wenn ihr mal das Rezept für Paddington-Bär-Marmelade haben wollt, dann schreibt mir eine Mail. Platz 3, Daddy's Home 2, mehr Väter, mehr Probleme. Platz 2, Coco, lebendiger als das Leben,
Disney Pixar, glaube ich. Ja. Und Platz 1 natürlich Star Wars Episode 8, die letzten Jedi. Und da ist noch nicht mal die ganze Woche drin. Ja, nicht schlecht. Und es starten ja folgende Filme, die Star Wars Konkurrenz machen wollen. Vielleicht könnt ihr, nachdem ich jeden Film kurz vorgestellt habe, kurz sagen, ja oder nein, schafft er das oder schafft er das nicht, Star Wars Konkurrenz zu machen. Der erste Neustart, Jumanji, Willkommen im Dschungel, die Neuverfilmung. Nein, nein. In der Fortsetzung werden 4 Jugendliche in ein Videospiel gezogen und müssen ein tödliches Abenteuer im Dschungel bestehen. Hm. Sieht saumäßig schlecht aus. Mit Dwayne The Rock Johnson. Ja. Und Kevin Hart und Jack Black. Ja. 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 Also die Zutaten stimmen eigentlich, aber ich habe schon diverse Podcasts gehört, die den gesehen haben, die sagen, das ist unsäglich schlecht. Also da ist halt die eine, die wird in den Körper eines Mannes, also Jack Black, reingebeamt und da sind dann nur so Witze über das Teil zwischen ihren Beinen und so und ja, ganz, ganz schlimm. Dann der nächste, dieses bescheuerte Herz, da haben wir den Trailer gesehen vor Star Wars. Ach, fällt mir übrigens ein. Die Trailerauswahl, die war irgendwie völlig Banane vor Star Wars. Da haben wir beim letzten Mal, bei dem letzten Star Wars Rogue One, den wir gesehen haben, warum? Da waren wenigstens also so thematisch passende Sachen, also irgendwie Science Fiction oder irgendwas, was so auf die Zielgruppe passen könnte, die da irgendwie jetzt gerade. Es waren einfach zu viele Trailer. Nee, zu viel nicht. Ich gucke gerne Trailer, nee, aber die müssen halbwegs passen. Aber nicht vor einem Film, auf den du dich freust. Ja. Und da hätten einfach 2 Trailer weniger, 3 Trailer weniger, alles gut. Was ich natürlich sehr gefeiert habe, war der Jurassic World Trailer. Das war der einzige, der noch halbwegs so gepasst hat. Ne? Aber, na gut. Also dieses bescheuerte Herz mit Elias Mbarek, wo er diesen jungen Mann zugewiesen bekommt von seinem Papa und dann die Bucketlist da erfüllen muss. Was meint ihr? Star Wars Konkurrenz? Elias Mbarek immerhin, hä? Deutschland? Weihnachtsfilm werden. Geht immer. Ja, ja, aber ich glaube, der Film sah ganz gut aus. Also der Trailer sah ganz gut aus, das aber stimmt. Der wird nicht Star Wars überholen. Nee, Star Wars reißt alles nieder, das ist ja klar. Ja, der Film startet ja diese Woche, Star Wars. Mal sehen, wann Star Wars die Luft ausgeht. Dann Pitch Perfect 3. Die Baden-Bellas melden sich zurück. Im zweiten Sequel zur Musikkomödie unternimmt die A Cappella-Gesangstruppe eine Tournee durch Europa. Und Star Wars Konkurrenz? Nee, nicht wirklich, nein. Oder? Nein. Mindestens genauso lustig. Lustig, um mal aus der Thomas Gottschalk Überleitungsschule, eine bretonische Liebe, eine französische Komödie um die wirren Familienverhältnisse des 45-jährigen Erwan, der nur durch Zufall erfährt, dass sein Vater ein ganz anderer ist, als er denkt. Das klingt eher so lustig wie Star Wars. Aber keine Konkurrenz. Nein. Was ist das noch? Der läuft bei uns nicht. Kaffee mit Milch und Stress. Eine bissige Familienkomödie über einen alten Griesgram, der nach einem Unfall bei seinem Sohn einzieht und die gesamte Familie auf eine Belastungsprobe stellt. Nee, glaube ich nicht, dass der... Ja, das war's dann diese Woche. Also da wollen nicht wirklich viele ihre Filme dagegen verbrennen, gegen Star Wars. Also da wird wohl auch in den nächsten Wochen nicht mehr so wahnsinnig viel passieren dagegen. Aber mal gucken, wer es dann schafft, Star Wars den Thron streitig zu machen hier in Stuttgart. Ich sehe gerade hier, die Kate hat wieder eine Serie geguckt. Dann muss ich mal hier den Einspieler. Serien. Kate, du hast was geguckt auf Netflix. Ist das eine Serie oder ein Film? Ja, nein, es ist eine Serie. Ah. Und zwar hat Netflix eine 7... Und die hast du einfach mal so weggesaugt, ja, so weggeschnieft, klar, einfach mal so von ich deinem. Jetzt 2 Tage Urlaub, die ist zack durch. Von deinem, ne? Tablet runtergeschnieft. Einfach na klar. Also ich nehme ja beim Hausputz immer das Tablet mit. Ich kann ja alles parallel gleichzeitig machen. Hast du dir da irgendeine Halterung gebaut, dass es quasi so vorne an dir dran ist? Oder? Ja, Mensch, woher weißt du? So vor deinem Gesicht wie. Netflix hat wieder mal eine neue Serie rausgehauen und wieder mal in meinem Lieblingsbereich, im Bereich Crime. Und zwar heißt die Serie Manhunt, Doppelpunkt, Unabomber. Und aufgrund dieses Serientitels hoffe ich auf weitere Manhunt-Staffeln mit anderen Themen. Und zwar, in der ersten Staffel wird eben der Unabomber
ins zentrale Mittelpunkt gestellt. Es geht darum, wer war der Unabomber, wie wurde er vom FBI gefasst, wer war da involviert und ja, wie kam es dazu, wie sind die auf diesen Mann gekommen, was hat ihn verraten, also wird quasi diese ganze Geschichte aufgedröselt. Ja, auch wieder wahre Ereignisse natürlich, klar, Unabomber sagt ja jedem was. Ja, wie kam es dazu? Das wird in diesen 7 Episoden dargestellt. Und schon wie damals, wie bei der Serie, die ich vor kurzem gesehen habe, mit Mindhunter, wurde es auch hier wieder richtig gut dargestellt. Ja, also wir haben hier wirklich wieder ein FBI-Team und auch ein FBI-Profiler dabei, der sich da wirklich voll integriert in dieses Thema und wirklich sich versucht, in diesen Täter hineinzuversetzen. Und aufgrund des, also es war der erste Fall, bei dem auch Sprachanalyse quasi zum Erfolg geführt hat, denn es wurden dann gefundene Briefe mit diesem Unabomber-Manifest verglichen und hier wurde festgestellt, dass das eine und dieselbe Person geschrieben hat. Also hier konnte man anhand der Schrift und anhand der Art und Weise, der Ausdrucksweise festgestellt werden, dass sich das halt deckt und aufgrund dieser Beweise, dieser linguistischen Forensik, wurde der Unabomber dann auch festgesetzt und so. Und das fängt alles an mit diesen Attentaten und endet mit der Gerichtsverhandlung. Das fand ich richtig, richtig gut gemacht. Wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass Manhunt hier dann noch auf weitere wahre Ereignisse zurückgeht und das einfach mal bildlich darstellt, was da alles passiert ist. Weil es Unabomber war zu einer Zeit, gab es nicht da schon, das war doch irgendwann in den 70ern oder so, keine Ahnung. Ja, war super, gute Serie, angucken. Crime in Höchstformat, richtig gut. Ich sehe gerade die Besetzungsliste, also das Banner habe ich auch gesehen gehabt, das wird ja gleich bei Netflix eingeblendet, wenn man die App startet. Ja, jetzt habe ich mir auch mal die Sachen runtergeladen. Es spielt ja Sam Worthington mit und den man ja kennt hier zum Beispiel, ich glaube, bekannteste Rolle ist hier Avatar. Und Chris Noth mit TH, Noth, der hat bei, kenne ich von Sex in the City, hat er ja mitgespielt, ne? Und bei diversen anderen. Und ich sehe gerade, Paul Bettany spielt den Unabomber, wenn ich es richtig sehe. Den mag ich ja. War das ein oder ein Nee, Paul Bettany spielt Ted Kaczynski, ja. Genau, das war doch der Juno, aber genau, yeah. Den Paul Bettany, den finde ich immer so cool. Also das, ich habe mir gerade die ganze Staffel mal runtergeladen hier auf mein Tablet. Sehr gut. Und weil du gerade erwähnt hattest, hier Mindhunters, ich habe es jetzt auch fertig geguckt, Mindhunters, ich hatte jetzt auch 2 Tage frei. Mindhunters ist so genial. Also ich hoffe da auch auf eine nächste Staffel. Und ja, ist schon bestätigt, 2. Staffel ist bestätigt. Cool. Bei Mindhunter. Muss ich wohl sehen, dass ich da am Ball bleibe. Wirklich, also von der Machart, von der Tiefe, ist hier Unabomber, Manhunt, Unabomber ähnlich wie Mindhunter. Also wirklich wieder eine gelungene Produktion. Richtig spannend. Also ich habe das schon oft gelesen, aber ich vergesse es immer, aus was dieser Name Unabomber entstanden ist. Es wird da auch alles nochmal genau kurz, also präzise jetzt nicht, das ist ja einfach relativ einfach erklärt, zusammengestellt. Es wird einfach nochmal von A bis Z alles erzählt, was da passiert ist. Ja? Was du vielleicht in den Medien irgendwie mal verfolgt hast, aber irgendwo in den USA irgendwann mal, was weiß ich, wann das passiert ist, das haben wir hier in Deutschland nicht so mitbekommen, wahrscheinlich. Und das wird hier einfach alles nochmal dargestellt. Und wie gesagt, also ich habe es echt gefeiert. Ich fand es echt schade, dass ich vorhin die letzte Folge geguckt habe. Ich hätte gern noch mehr von dieser Art von Serie. Also bitte Netflix gleich die nächste raushauen. Brauch Input. Ja, zumindest mit einer gewissen Pause, dass man auch mal dazu kommt, noch die anderen Sachen weiter zu gucken. Ja. Ja, aber Netflix, die haben gerade echt coole Sachen da am Start. Mal gucken, was uns da noch so alles erwartet. Irgendwann geht ja auch mal Star Trek weiter, Discovery. Ja, im Januar geht Star Trek Discovery weiter. Bleibt spannend. Ja, wir können ja mal, apropos spannend, wir können ja mal unser Rätsel auflösen vom letzten Mal. Rätselecke. So, was hattest du für ein Rätsel? Vielleicht kannst du deins erstmal. Also ich habe ja mein Rätsel gehabt.
die Auflösung wäre gewesen, verrückte Weihnachten. Und ich habe auch E-Mails erhalten. Verrückte Weihnachten. Entschuldigung. Der Thomas hat es tatsächlich erraten. Thomas H. hat es erraten mit verrückte Weihnachten. Und er hat auch bei dir einen Tipp abgegeben. Mhm. Und zwar sagt er Werner. Das stimmt. Um genau zu sein, Werner Beinhardt. Ja, der Erste, ne? Ja, genau. Also das Rätsel war ja, man gibt dem Gefangenen noch eine letzte Chance. Sollte es ihm gelingen, den Tyrannen zum Lachen zu bringen, so soll der Gefangene am Leben bleiben. Und dem Gefangenen glückt es tatsächlich. Der Herrscher lacht schallend. Dennoch überlebt der Gefangene nicht. Und, wisst ihr es noch? Habt ihr den Film gesehen? Damals war ich das... Ich kenne ihn, ja, ja. Weil der wird ja quasi, ihm wird ja der Kopf abgeschlagen und das bringt den Herrscher dann zum Lachen. Das heißt, er ist quasi tot und dann hat er ihn zum Lachen gebracht. Aber, ja. Er hat auch eine Mail vom Mike bekommen und er hat auch beides richtig erraten. Ah, okay. Mhm. Ja, gibt leider nur die goldenen Ananas dafür hier. Wer was gewinnen will, der muss bei dem Adventskalender-Gewinnspiel mitmachen, was ja auch gerade ganz gut läuft. Ich habe jetzt übrigens schon alle Rätsel bis zum 24. fertig, also sollte mir irgendwas passieren, dann wird regelmäßig jeden Tag noch irgendwas gepostet. Man kann zumindest noch bis zum Ende mitspielen. Das ist dann mein Nachlass. Genau. Du musst es aber dann auch verschicken, das weißt du. Das wird dann nichts mehr, ne? Das geht dann nicht mehr. Ja, Kate, hast du ein neues Rätsel? Ja, dann schieß mal los. In einem heruntergekommenen New Yorker Stadtviertel gehen vier Freunde gemeinsam durch dick und dünn. Als einer ihrer Lausbubenstreiche beinahe einem Menschen das Leben kostet, landen die vier Teenager in einer Entziehungsanstalt, wo sie von einem sadistischen Aufseher brutal misshandelt werden. Das weiß ich. Habe ich gestern gesehen, dass es kommt. Super Film. Ja, der ist gut. Emoji der Film, oder? Ganz genau. Chris, du hast schon verraten. Jetzt schon. Der Film ist aber nicht so lustig wie Star Wars, muss man sagen. Tja, vielleicht. Erik, wie ist deins? Ich habe auch noch eins. Die Überschrift heißt Die Untote. Die eifersüchtige Mutter ersticht das Flittchen ihres Sohnes. Nur ist die Mutter schon längst tot. Eigentlich relativ einfach. Glaube ich. Welcher Film ist das? Schreibt an kate@kinocast.net. Sie ist unsere Rätselbeauftragte hier und sie wird dann die Auswertung machen, genau. Briefkasten. Jawohl, so, das waren so die Rätsel. Mal gucken, gab es überhaupt Kommentare? Irgendwie gehen die jetzt gerade alle ein bisschen unter diesen ganzen vielen Kommentaren durch das Adventskalender-Gewinn. Aber es gab drei Kommentare zu It Comes at Night und Axolotl Overkill. Gleich mal gucken. Der Mike hat geschrieben, Brooklyn Nine-Nine macht wirklich Spaß. Er wartet schon gespannt auf die vierte Staffel. Und bei Dark hat er sich durch die erste Folge auch sehr durchgequält. Aber wenn man das Ende der ersten erreicht hat, guckt man eigentlich auch die zweite Folge. Ich werde morgen Star Wars schauen können. Konnte bis jetzt alles an Spoilern und Trailern vermeiden. Okay. Ich habe da nur geantwortet, also bei Dark ging es mir halt nicht so. Das heißt, ich habe es bis zum Ende geguckt und hat mich jetzt nicht bewegt, dort weiter zu gucken. Auch die ganze Plakatierung hier überall in der Stadt, bei uns überall Dark und hier und da, bringt mich nicht dazu. Und, ach ja, der Mike hat dann gleich noch einen Kommentar geschrieben. Er war dann nämlich in Star Wars. Ist sehr verwirrend. Einerseits schreibt er, er geht morgen und dann schreibt er im nächsten Kommentar, er war gestern. Ja. Er war gestern in Star Wars. Er hat sich sehr gefreut. Er ist enttäuscht und verwirrt. Er kann es nicht beschreiben. Aber es war für ihn nicht mehr das, was es bei Episode 5, 6, 7, 8 noch gewesen ist. 7. Er hat 8 geschrieben. Ich zitiere ja. Ich kann ja nicht hier selbstständig irgendwas ändern. Auch da fand ich ein paar Sachen schon befremdlich, aber diese Episode ging ja mal gar nicht. Aber wir hätten das vorhin eigentlich vorlesen können, da hätten wir uns ein bisschen dran abarbeiten können. Einiges ist hoffentlich durch schlechte deutsche Synchro entstanden, aber auch in der Story stimmt einiges nicht. Bin ich allein mit der Meinung, ohne über Details zu spoilern, oder hänge ich einfach zu sehr an Episode 4 bis 6? Ja, haben wir ja vorhin schon auch lebhaft hier diskutiert, die Unterschiede. Bei uns gibt es ja auch geteilte Meinungen, allerdings insgesamt die Wertung ist ja doch auf einem relativ hohen Niveau. Ja, vielleicht muss man das auch ein bisschen setzen lassen. Ja, das ist so der eingängige Tenor vorhin gewesen. Ja,
oder vielleicht, Mike, vielleicht hast du auch einfach nicht verstanden. Bisschen höherer Dissen, nee, Quatsch. Nee, ich glaube, das gibt es einfach verschiedene Interpretationsmöglichkeiten und Geschmäcker sind halt verschieden. Ist halt so. Vielleicht gefällt es dir auch nicht. Vielleicht hat dir ja Rogue One besser gefallen, dass sehr ernsthaft war. Und dann ist das jetzt natürlich ein ziemlicher Unterschied. Bin ja gespannt, wie der Han Solo-Film wird. Der soll ja dann, glaube ich, nächstes Weihnachten kommen. Ich glaube, das wird dann wieder sehr lustig. Ja, aber das ist ja auch Han Solo. Der war ja schon immer, hat ja immer Gag gehabt. Ich glaube nicht, dass das so eine ernsthafte Richtung geht wie Rogue One. Und ich persönlich mag lieber einen lustigen Star-Wars-Film im Kino gucken als einen ernsthaften. Ich freue mich zwar, das hat zwar jetzt mit Star-Wars nichts zu tun, auf den Star-Trek-Film von Quentin Tarantino, der auch irgendwann kommen soll, der sehr ernsthaft sein soll und richtig heftig und nur für Erwachsene und sowas. Da freue ich mich auch drauf, wie sowas interpretiert wird, aber ich glaube, in diesem Star-Wars-Universum passt schon ein bisschen Witz. Gibt's ja bei Lego Star Wars auch, ist ja auch lustig. Ah ja, Lego, ja, genau, Lego. Eieiei. Jawohl, ja. So, das war's mit den Kommentaren, zumindest zur letzten Folge hier. Und ich werfe gerade mal noch so einen Blick hier rein, was hier so für Weihnachtsgeschenke gekauft worden sind über unsere Amazon Affiliate Links. Vielen Dank an alle, die uns da unterstützt haben. Der oder diejenige, die da die 5 Euro bei Auphonic gespendet hat, unser Guthaben, von dem wir immer noch zehren übrigens. Ja, vielen Dank. Also diese Sendung ist auch wieder durch den oder die Spenderin möglich gewesen. Was ist hier los bei Amazon? Wichtige Nachricht. Keine Ahnung. Steht nichts drin hier. Letzte 7 Tage. Entweder gab es nichts in den letzten 7 Tagen. Was ist denn hier los? Nee. Wird das jetzt mal? Ach so, jetzt. Ich muss erst die wichtige Nachricht von Dr. Pirkheimer muss ich erst wegklicken hier, um mein Zeug zu sehen hier. Erzähl mir irgendwas, dass irgendwelche Self-Optimizing-Links nicht mehr gehen, die ich eh nicht nutze. Also, lustig. Hier. Einnahmen. Wurde das jetzt mal? Bestellte Produkte. Ah, jetzt. Oh Gott. Was ist denn das? Xoxo. XOXO. Was soll denn das sein? Von Kasper. Eine CD. Kasper. XOXO. 8 Luftballons. Für einen 10. Geburtstag. Bunt gemischt. Vielen Dank für den Kauf. Dann, was ist das? Otto Kern. Signature. Ach, hier, ein Duftset. Was ist das? WLAN-Stick, iMotus Dualband USB Wi-Fi Adapter, Wireless Dongle Nano. Ein USB-Stick, der irgendwie WLAN kann. Eine Sportflasche in Türkis, wenn ich das richtig sehe. Dann, was ist das? Nochmal ein WLAN-Stick. Mit einer richtigen Antenne dran. Aha. Versucht wohl jemand verschiedene Sachen auszuprobieren. Und nochmal 100 Stück Luftballons für eine Weihnachtsfeier. Hochzeitsfeier, Geburtstag, Wohnaccessoire. 100er Pack. Boah. Viel Spaß damit. Da hat offensichtlich irgendwo ein Kind Geburtstag. Ich nehme mal an einen 10. Geburtstag. Ja, dann herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die Bestellung über unsere Affiliate-Links. Okay, und Chris, gibt es bei dir was Neues in Bezug auf Eishockey? Jetzt ist doch eigentlich so ein bisschen Eishockey-Saison, oder? Ja, gibt es da eine neue Sendung bei euch? Jein, also wir haben ein unschlagbares Angebot bekommen, einen Podcast nur für die DL2 zu machen, von Spray TV. Oh mein Gott, ich mache Werbung, Fremdwerbung. Das kannst du ja nachher alles über Tünchen oder sowas. Spray TV ist also der Anbieter, der alle Spiele der zweiten Liga ins Internet quasi stellt, dass man sie anschauen kann. Ja, natürlich. Ja, sehr sogar. Und die kamen auf uns zu, haben gemeint, hey, hättet ihr nicht Bock für uns, die DL2 einmal wöchentlich zu beleuchten? Und jetzt gibt es halt da einen neuen Podcast. Und ja, läuft über The Fan FM. Das wird noch wohl ein bisschen was Größeres werden insgesamt. Aber ja, und Pausentee lebt immer noch. Also das gibt es auch noch. Und da gibt es auch zu Weihnachten nochmal was. Aber was, das verrate ich noch nicht. Also Pausentee ist quasi für die erste Liga? Und nein, Pausentee ist alles. Da machen wir, alles, was wir wollen. Alles, okay. Also auch...
was weiß ich, Winterolympiade und so, das kommt ja auch demnächst. Nein, der Pausentee ist, oder? Ja, genau. Ja. Winterolympiade mit dem Eishockey-Turnier wird da auch natürlich Thema sein. Und ja, für das andere ist halt nur für die eine Liga. Aber gibt es bei pausentee.net irgendwo einen Link zu diesem anderen Angebot, was ihr da macht? Oder muss man da jetzt völlig auf sich gestellt? Muss man irgendwie versuchen? Jetzt auf thefan.fm gehen. Könnt ihr doch mal einen Link setzen, oder? Ist das... Nee. Anlaufstelle. The Fan.fm. The Fan.fm. Jetzt versuche ich das mal. Ah, okay. Und dann landet man auf der neuen Homepage von Spray TV, die einen direkt zu dem Podcast Spieltagsvorschau. TheFan.fm. Ja, cool. Ist offensichtlich bei Soundcloud und ohne irgendwelche Einschränkungen kann man es hier sofort hören in dem Player. Genau. Hört da mal rein. Und ich glaube, es gibt sogar einen Trick, wie man das auf iTunes, wie man da ein iTunes-Feed raushauen kann bei diesen. Ja, sind wir schon dran. Ist alles. Genau. Also, ich merke schon hier, das läuft hier. Das läuft wie ein Länderspiel. Okay, dann, wenn ihr nichts weiter habt, ich frage in die Runde. Nein. Nö. Dann gucken wir mal, was uns morgen in der Sneak erwartet. Das wird dann entgegen dem, was ich am Anfang gesagt habe, die letzte Sneak vor Weihnachten. Und ja, vielen Dank fürs Mitmachen, Kate, Chris. Bis morgen dann. Und liebe Hörer, bis nächste Woche. Macht schön beim Adventskalender mit. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Wir sind der Funke, der das Feuer entfacht, das die erste Ordnung vernichten wird. Komm schon! Bis bald im Kinocast.